ist das Berndeutsch Hand und meint eigentlich ein Instrument, das man von Hand spielt, das man von Hand berührt, wo man sich auf den Schoss nimmt, wo man nach am Körper hat. Die Hang sind wie eine Sprache. Und eine universelle Sprache, jeder kann die reden. Das Hang ist ein Geschenk, würde ich mal sagen. Ja, diese Linse ist ein Geschenk. Das hat niemand erfunden. Das ist vom Himmel gefallen. So hat man es aufgenommen. Warum nicht? Ist eine gute Geschichte. Mein Name ist Felix Rohner. Ich habe diese Panart mit Freunden gegründet aus der Steelband, der ersten Steelband der Schweiz, Berner Ölgesellschaft. Ja, wir haben diesen Virus einfach erwischt damals. Ja. Ein Geschenk, sagen wir, aus den Weiten des Weltalls, Südpazifik, Südsee, Karibik. Wir wussten gar nicht, wo das war damals. 1976 kam die Steelband in die Schweiz und hat am Bernfest gespielt und hat die Berner bewegt. Auf jeden Fall haben sie eine Musik gespielt, die elektrisiert hat. Meine Nachbarn, Berner, haben getanzt, ganz sanft. Die Energie aus den Blechen, aus dem Pangmaterial, die sind einfach sehr stark und intensiv. Sie sind nicht laut, aber sie fahren ein. Diese Instrumente öffnen die Sinne, sie reizen uns, sie sind reizvoll zu spielen, direkt mit den Händen. Das haben wir hier in der Schweiz jetzt weiterentwickelt. Das Steelpan, die Steelgesellschaft, die Steelbands sind in Krise geraten. Wir haben es weitergetragen. Und es ist um die Welt gegangen. Es ist denke ich, ein Berührungsinstrument. Rein physisch, aber auch natürlich im übertragenen Sinn, dass es Menschen auch berührt, aufheitert, in einen anderen Zustand kann bringen, entspannt, anregt. Je nachdem, in welcher Kombination man das baut oder bespielt. Die Hauptarbeit ist mit dem Hammer, das Material umzuformen, Druck reinzubringen, in die richtige Geometrie zu bringen, in die richtige Spannkraft, sozusagen in die richtige Federn, damit der Klang wie eine Blume eine Entwicklung hat. Und das hilft schon, das Stimmgerät hilft ein bisschen, wo ist man, aber schlussendlich ist es das Ohr, das muss beurteilen, ob jetzt das gut ist oder nicht. Täglich wechseln wir den Beruf. Mal sind wir ganz schlichte Spengler, wie mein Großvater. Mal sind wir Schmiede, dann sind wir Klangentwickler. Ja, nein, es geht um Energie. Wir sind Energiespezialisten. Es ist ein Speichersystem von Energien und mehr als ein Musikinstrument. Es entzieht sich ein bisschen den herkömmlichen Ideen, was Musik sei und Musikinstrumente. Und das finde ich spannend, das macht uns lebendig. Wenn man das Instrument auf den Schoss nimmt und anlangt, dann erklingt etwas. Und das, was erklingt, würde ich jetzt sagen, es ist sehr direkt. Das zeigt einem ein bisschen, woran das man ist, in welche Richtung soll es gehen. Es gibt Leute, die das ganz fein berühren und es kommt etwas raus. Und andere spielen Songs drauf. Und ich würde sagen, aber die Freiheit, die wir auch verteidigen, da, ist die, dass wir eigentlich, es gibt kein richtig, kein falsch. Es gilt, die innere Musik eigentlich zum Ausdruck zu bringen, jeder auf seine Art. Die Schwierigkeit ist eigentlich dort, das zu üben, dass man möglichst locker das kann anlängen und auch natürlich annehmen, was aus einem rausfließt. Die Instrumente sind nicht dazu da, dass man Kompositionen drauf macht, sondern es geht eigentlich um eine Musik, um eine direkte, spontane Musik, die jeder könnte. Unsere Instrumente werden nicht geschlagen, sie werden gespielt. Und sie sind eben mehr als Musikinstrumente. Man lernt sich kennen. Und gibt es noch für Individuen schöne Dinge da, die sie eintauchen können, Yoga, Leute beruhigen oder heilen oder Perkussion, Shows machen oder Mani Matter-Lieder singen dazu. Alles ist möglich. Wir gehen weiter jetzt mit dem Kollektiv Hang Balu. Das ist ein Hang Balu, eines von drei verschiedenen. Und jetzt ist es so, dass im Vergleich zu der Hangskulptur, was so ist eigentlich gewesen, haben wir das umgedreht und jetzt ist da ein Bass im Zentrum. Wir empfehlen dazu mit dem Bass, Puls, perkussive Elemente. Und sobald es fließt, können wir das ausschmücken mit.
wenn wir natürlich mehrere zusammen sind, dann kann man die Aufgabe aufteilen. Das, was ich jetzt allein mache, macht man jetzt zu viert, zu dritt. Das ist auch der Gedanke, den man von Steelband natürlich wieder hat. Also das wo eindeutig ein kollektives Instrument ist. Es ist jeder einbezogen. Keeps, brings people together heisst ja, auch der Behinderte spielt in Trinidad mit. Also man übt zusammen, man isst zusammen, es ist eine Seinsform. Wir legen darauf auch Wert, dass wir nicht tote Dinge machen, unnötige Dinge, Massenproduktionen. Es ist wichtig, was drin ist. Und das ist eben nicht sichtbar, das ist fühlbar, spielbar. Und es ist sehr abhängig von wer stimmt, was drin ist, was man reingestimmt hat. Das muss wie ein Wein reifen. Es altert, es ist ein Wesen. Und ich glaube, das Geschenk von Trinidad, das ist mir kürzlich ganz klar geworden, ist schlussendlich, dass es uns hilft, wieder zu sehen, was beseelte Dinge sind.